Herzlich willkommen zum Allianz Gottesdienst. Heute musste ich an das Lied denken, das einfach heißt, Glaube einfach jeden Tag. Es ist ein wunderschönes Lied, das uns auf den Glauben hinweist. Ich lese mal den ersten Vers. Es heißt, Glaube einfach jeden Tag, Glaube, ob's auch stürmen mag. Glaub erst recht auf dunkler Spur, Jesus spricht, ja glaube nur. Und dann der Refrain. Glauben will ich, Herr, mein Gott. Glauben fest bis in den Tod. Bis zum Schauen auf Zions Flur, Jesus spricht, ja glaube nur. Und dann der letzte Vers. Ich glaube jeden Augenblick, glaub in Nöten wie im Glück, geht's auch wieder die Natur, Jesus spricht, glaube nur. Und das ist unser Wunsch, dass dieser heutige Gottesdienst uns allen in unserem Glauben stärken möchte. Ja, dass wir ein klares Verständnis haben möchten, was Glaube bedeutet. Und dass wir auch den Willen aufbringen können, so wie der Liederdichter sagt, einfach zu glauben, einfach auf Gott zu vertrauen, jeden Tag. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Lieber Vater, wir kommen zu dir und sagen dir Dank, Herr, dass du uns befähigt hast, an Jesus Christus und an dir zu glauben, Herr. Wir danken, dass Jesus gekommen ist, Herr, und für uns am Kreuz gestorben ist, um dass wir unsere geistlichen Augen öffnen könnten, um dass wir sehen können, Herr, dass du Gott bist und dass Jesus Christus der Heiland ist. Und so bitten wir heute Morgen für diesen Gottesdienst. Du kennst einen jeden von uns, Herr. Du kennst in die Lage, in der wir uns an der wir sind, Herr, in der wir stehen. Und ich bitte, Herr, dass die Worte, die heute gesprochen werden, dass die Lieder, die heute gesungen werden, wirklich zu deiner Ehre gereichen möchten und dass sie auch unsere Herzen heute berühren möchten. Das ist unsere Bitte im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Heute bringt uns die Kingroad-Gemeinde den Gesang und wir möchten euch einladen, zuzuhören oder mitzusingen, wenn die Lieder euch bekannt sind. Auf diesem großen, weiten Welt im Meer. Ein Schifflein eilt dem anderen Ufer zu, dem Steuermann allein gebührt die Ehre. Es ist der Herr, das Schifflein, das bist du. Wenn Stürme brausen und Gewitter toben, dein Schifflein schwankt, es scheint, ob alles bricht. Wenn deine Führer, trau der starken Mann.
Bruder Arthur Bergen von der Ebenezer Gemeinde bringt uns heute die dritte Botschaft in dieser Serie im Jakobusbrief. Und dies ist dann die letzte Botschaft in dieser Serie. Und das Thema dieser Botschaft ist wahrer Glaube. Und der Text ist Jakobus Kapitel 2, Verse 14 bis 26. Und ich möchte euch diesen Text lesen. Hier ist Gottes Wort, Jakobus 2, 14 bis 26. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spreche zu ihm, geh hin und Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glaube und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht daran, die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke in der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde einen Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Soweit Gottes Wort. Und jetzt bitten wir, dass Bruder Arthur uns die Botschaft bringt und wir wünschen ihm Gottes Segen darin. Wir sind Menschen des Glaubens, Glaubensmenschen. Wir sind uns dessen bewusst, dass ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir glauben an den lebendigen, heiligen, dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Unsere Glaubensgeschwister aus dem ersten Jahrhundert glaubten auch an diesen wahren Gott. Die Glieder der Urgemeinden in Kleinasien waren auch Glaubensmenschen. Und so sahen sie sich auch. Doch ihre Selbstwahrnehmung
ihre Selbsteinschätzung stimmte nicht immer mit Gottes Einschätzung überein. Irgendetwas war da nicht echt. Jakobus, der Leiter der Urgemeinde von Jerusalem, legt das Problem auf den Tisch und korrigiert es hier im Jakobusbrief Kapitel 2. Wir sollten uns auch die Frage gefallen lassen. Ist meine Selbsteinschätzung im Einklang mit Gott? Oder ist da auch etwas Unechtes, das korrigiert werden muss, um mit Gottes Gedanken übereinzustimmen? Jakobus eröffnet das Thema vom Glauben mit zwei rhetorischen Fragen. Die Fragen sind so formuliert, dass sie mit Nein beantwortet werden müssen. Die Botschaft ist dann diese: Glaube ohne Werke hat keinen Wert für die Errettung. Direkt gesagt, euer Glaube hat für euch keinen Nutzen. Es hilft nichts. Nutzlos. Glaube ohne Werke ist tot. Am Beispiel wird diese Lehre oder diese Behauptung dann erklärt. Es geht so: Du siehst einige deiner Glaubensgeschwister. Die haben Not. Sie haben nicht genug, um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Sie haben keine Kleidung und auch nichts zu essen. Der Gläubige sagt: Geh hin in Frieden. Wärmt euch und sättigt euch. Diese frommen Worte helfen deinen Geschwistern nichts. Und du, der du diese frommen Worte sprichst, dein Glaube ist tot. Wenn den Worten keine Taten folgen, wenn dem Glauben keine Werke folgen, ist es ein Beweis, dass der Glaube tot ist. Und ein toter Glaube ist kein christlicher Glaube. Der christliche Glaube ist ein lebendiger Glaube. Wer lebt und gesund ist, der ist tätig, der ist aktiv. Eine Leiche ist nicht tätig. Eine Leiche tut keine Werke. Das sind krasse und herausfordernde Behauptungen. Jakobus greift jetzt zum nächsten Mittel, um seine Botschaft klar zu machen. Es ist eine Diskussion mit einem theoretischen Diskussionsgegner. Da entblößt er ein theologisches Denkmodell, das für die falschen Verständnisse über Glauben wohl schuldig war. Das falsche Modell ist so: Du hast Glauben und ich habe Werke. Das heißt, Glaube und Werke oder Taten sind zwei ganz verschiedene Realitäten. Die haben nichts miteinander zu tun. Jakobus gebraucht diese Gelegenheit und macht klar: So geht das nicht. Das ist falsch. Glaube und Werke gehören zusammen. Werke sind notwendig, um zu beweisen, dass die Person Glauben hat. Glauben ist ja eine innere Gewissheit, die nur durch Werke zum Vorschein kommt. Paulus nennt Werke des Glaubens Früchte. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Wo keine Frucht kommt, ist der Baum nutzlos. So Jesu eigene Worte. Jesus sagte, der muss abgehaut werden. Werke sind Glaubenswerke. Johannes sagt es so: Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat. Und Jesus selbst hat es so gesagt: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die,
die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und Gott hat seinen Willen offenbart. Es steht geschrieben in seinem Wort. Die Aufforderung ist, Täter des Wortes zu sein. Jakobus führt die Diskussion mit dem Diskussionsgegner noch einen Schritt weiter, wenn er sagt, du glaubst, dass nur ein Gott ist. Du tust recht daran. In anderen Worten, dein Glaubensbekenntnis ist richtig. Wir wissen, dass jeder gläubige Israelit konnte damals das Glaubensbekenntnis aufsagen, das wir in 5. Mose Kapitel 6, Vers 4 finden, was bei uns bekannt ist, da ist nur ein Gott. Oder wie das Glaubensbekenntnis damals bekannt war, Shema Israel. Aber das für Wahrhalten dieser Realität ist nicht rettend. Das rettet dich noch nicht. Er geht weiter und sagt, die Teufel glauben auch und zittern. Die Dämonen wissen es auch, dass es nur einen wahren Gott gibt. Dämonen, Teufel, sind keine Atheisten, könnten wir sagen. Glauben oder für Wahrhalten der Realität rettet nicht. Die Teufel oder Dämonen, die glauben auch und zittern. Es ist ein Zittern, das aus der Angst entsteht. Sie wissen, wir sind verdammt. Glaube, der rettet, erfasst den ganzen Innenmenschen und zeigt sich im alltäglichen Leben in Wort und in Tat. Wahrer Glaube, rettender Glaube, treibt die Furcht aus. So lesen wir in der Bibel in 1. Johannes Kapitel 4, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Je mehr wir Jesus Raum geben in uns und unserem täglichen Leben, desto mehr wird die Furcht ausgetrieben. Bis soweit hat Jakobus verschiedene Mittel gebraucht, um zu argumentieren. Jetzt in Vers 20 geht er über zu einer Einladung. Die Einladung ist diese. Willst du nun einsehen? Wer wirklich erkennen will, was wahrer, echter Glaube ist, kann diese Erkenntnis tatsächlich gewinnen, und zwar aus der Heiligen Schrift. Jakobus führt zwei Geschichten aus der Bibel an. Die Geschichte von Abraham und die Geschichte von der Hure Rahab. Bevor er darauf eingeht, wiederholt er noch einmal seinen Lehrsatz. Der Lehrsatz, der Glaube ohne Werke ist nutzlos. Hier ein Beispiel vom Philosoph Kierkegaard. In seiner Sorge um den wahren Glauben in der Gemeinde schrieb Kierkegaard und präsentierte er ein Gleichnis. Eine ausgedachte Geschichte, um eine Wahrheit zu verdeutlichen. Hier ist die Geschichte. Es war eine Entenkirche. Enten wackelten in den Gottesdienst und rutschten auf ihre Plätze. Die Predigt ging um den Segen des Glaubens. Die Verkündigung lautete: Entengeschwister, ihr habt Flügel, vertraut euren Flügeln, nehmt dieses Geschenk an und gebraucht es. Ihr könnt fliegen wie die Adler. Die Antwort der Gemeinde war: Halleluja, Amen, ja, so ist es. Nach dem Abschluss des Gottesdienstes rutschten alle Enten von ihren Plätzen und eine nach dem anderen wackelten hinaus in ihre Welt.
keine Ente gebrauchte ihre Flügel und flog. Das ist, was Jakobus hier sagt. Wenn der Glaube keine Veränderung in deinem Leben zum Vorschein bringt, dann ist dein Glaube nutzlos. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist, sagt Jakobus? Willst du es einsehen oder nicht? Horch, was die Bibel sagt. Und dann gibt er diese zwei Beispiele aus der Bibel. Erstens Abraham von ihrem Stammvater. Kurz erinnert Jakobus seine Brüder und Schwestern an die Lebensgeschichte von Abraham, ihr Stammvater. Er vertraute Gott ganz und war ihm gehorsam. Gott testete seinen Glauben, als er ihn aufforderte, seinen Sohn zu opfern. Und er tat es. Er zeigte seinen Glauben. Und Gott trat ein und rettete den Sohn. Jakobus schließt diese Lebensgeschichte mit dieser Schlussfolgerung. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. In anderen Worten, Glaube und Werke gehen Hand in Hand. Aus dem wahren Glauben entstehen die Werke. Wo keine Werke vorhanden sind, da haben wir es mit einem toten Glauben oder einem unechten Glauben zu tun. Das zweite biblische Beispiel, das Jakobus anführt, ist die Geschichte von der Hure Rahab. Obzwar sie eine Heiden war und ein unmoralisches Leben führte, glaubte sie, dass der Gott der Israeliten der wahre Gott sei. Sie zeigte ihren Glauben durch Werke. Sie versteckte die jüdischen Spione und riskierte so ihr Leben und gewann das ewige Leben. Jakobus sagt es so: Sie ist durch Werke gerecht geworden. Und im Hebräerbrief wird es so bestätigt: Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht um, weil, und dann wird die Liste dargestellt, welches ihre Werke waren. Merken wir, der wahre Glaube führt zu Werken. Der lebendige Glaube führt immer zu Werken. Wenn du sagst, du glaubst, dann wird es sich im alltäglichen Leben zeigen, ob dein Glaube ein lebendiger oder ein toter Glaube ist. Wenn du Angst hast, du wirst nicht genug sein, du wirst es nicht in den Himmel schaffen, nicht in die Herrlichkeit schaffen, dann lass dir heute sagen, Gott liebt dich. Er hat dich angenommen. Vertraue auf Gott. Zeige deinen Glauben durch Vertrauen und Gelassenheit. Wenn du sagst, du glaubst, aber du hast Geschwister, die du nicht vergeben kannst, dann ist dein Glaube noch nicht aus dem Babystadium gewachsen. Werde erwachsen im Glauben und zeige deinen Glauben, indem du vergibst und dem Herrn dann dienst. Vergib und nimm Vergebung an. Wenn du sagst, du glaubst und kannst dich nicht lösen von deinem Hab und Gut, um einen Teil ins Reich Gottes zu geben, in die Gemeinde zu geben, dann ist dein Glaube ohne Werke, dann ist dein Glaube nutzlos. Jakobus schließt seine Botschaft über den Glauben ab, indem er die menschliche Person als Beispiel braucht. Und jeder kann das verstehen. Er sagt, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Geschwister, wir sind aus Gnade gerettet. Gott bewirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Weil uns Gott erlöst hat, lasst uns unseren Glauben zur Tat kommen lassen. Hier drei Lehrsätze. Weil der Glaube ohne Werke ist, weil der Glaube ohne Werke ist nicht vollkommen.
da fehlt etwas Wesentliches. Weil der Glaube ohne Werke ist nutzlos für dich und für das Reich Gottes. Weil der Glaube ohne Werke ist tot. Weil wir diese Erkenntnis haben, folgen wir Jesu Anweisungen im Glaubensgehorsam. Weil wir diese Erkenntnis von Gott erhalten haben, tun wir die Werke, die Gott schon vorbereitet hat, die wir, du und ich, tun sollen. Amen. So kommen wir nun am Ende noch eines Allianzgottesdienstes. Wir durften wieder reichlich mit Gottes Wort gespeist werden. Vielen Dank, Bruder Arthur, für die Botschaft. Und auch noch ein herzlicher Dank an all diejenigen, die zu diesem Gottesdienst beigetragen haben. Für euch alle Zuschauer wünschen wir einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche. Empfängt jetzt den Segen. Er kommt aus 4. Mose Kapitel 6, 24 bis 26. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir sein und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Bis nächsten Sonntag, Gott mit euch und habt eine gesegnete Woche.